dem Nachfolger des heiligen Petrus durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sich zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern und den bereits vor Beginn der Audienz genannten Gruppen sind heute zugegen. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Georg Braunschweig, Vereingemeinschaft Betzdorf, Dompfarrei St. Marien, St. Martini und St. Severin Erfurt, St. Maria Magdalena Gelder, St. Andreas Homburg, Maria Himmelfahrt Kempten, Vereingemeinschaft St. Elisabeth, St. Franziskus, St. Laurentius und St. Martinus Koblenz, St. Cyriakus Trefeld-Hüls, Pfarrverbund Melle, St. Veit Neumarkt, St. Walburga Ramsdorf, Vereingemeinschaft Hegenbach, Pilgerstelle der Diözese Augsburg, Familienkreis der Pfarrei St. Medard Bendorf, Kolping-Familie der Pfarrgemeinde mit Frauen Bochum, CV-Zirkel Bottrop, ökumenische Pilgergruppe aus der Region Düren, verschiedene Kirchenchöre aus dem Eichsfeld. Das sind die 800. Das sind die 800, ja. Ein Kirchenchor aus Eichsfeld. 800 Menschen. Sehr schön. Da packen wir wieder locker. Reisende der Kirchenzeitung aus dem Erzbistum Freiburg, Deutscher Lourdesverein Köln, ehemalige Messdiener Mendig, Ehejubilare aus München, Kirchenchor Herz Jesu Oberwürzbach, Priesteramtskandidaten des erzbischöflichen Theologenkonviktes Collegium Leoninum Paderborn, Caritas-Trägergesellschaft Saarbrücken, Malteser Hilfsdienst aus der Diözese Speyer, Zupforchester aus Tilsiten. St. Mauritius Rülsheim. Die Sand- und Firmlinge der Freien Gemeinschaft.